So, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, nehmt es mir nicht übel, wenn ich heute ein bisschen ein bisschen huste und ein bisschen die Nase hochziehe. Ich bin leider irgendwie krank geworden. Es ist aber so, dass ich morgen diese wunderschöne Z900 abgeben muss. Und deshalb musste ich jetzt unbedingt mich heute nochmal drauf schmeißen aufs Bike, um nochmal ein Endfazit-Video zu machen. Ich bin dick eingepackt in meine wunderschöne Textilkombi, ja, mit irgendwie 3 Hosen drunter und 10 Pullovern und 40.000 Socken. So Leute, wirklich nochmal zusammenfassend um die Z900 gehen. Ein paar Sachen möchte ich nämlich unbedingt zu dem Bike noch sagen, die mir ganz, ganz wichtig sind. Also ich bin jetzt erstmal, um das vorne wegzunehmen, dieses Bike, wobei nicht ganz genau dieses Motorrad hier bin ich jetzt ungefähr 4000 und ein bisschen Kilometer gefahren, aber ich hatte vorher ja schon mal eine andere Z900 für die Alpen. Na, das war nicht die gleiche wie die hier. Und mit der bin ich 2500 Kilometer gefahren. Das heißt, insgesamt, so summa summarum, bin ich ungefähr 7000 Kilometer in jetzt 3-4 Monaten mit der Z900 gefahren. Und kann deshalb, denke ich, doch ein ganz gutes Fazit dazu abgeben, wie geil dieses Bike jetzt denn ist oder vielleicht auch nicht. Oder was ich mir wünschen würde für die Zukunft und was ich unbedingt noch erwähnen muss. So, ich habe mir jetzt hier irgendeine Strecke kurz mal aus Stuttgart rausgefahren und hoffe, ja, hier gibt es jetzt ein paar schöne Kurven oder so. Es ist nämlich leider heute auch echt kalt und ja, ich will heute will ich das einfach nur hinter mich bringen, weil wie gesagt, ich finde es wichtig, dass jetzt so ein paar Punkte nochmal hier zu sagen. Aber ja, für den Anfang schauen wir vielleicht gleich mal hier auf meinen Durchschnittsverbrauch. Das ist nämlich eine Sache, die oft gefragt wurde. Und aktuell habe ich 5,4 Liter Durchschnittsverbrauch mit der Z900 und das ist auch wirklich ja, realistisch. Also ich bin die meiste Zeit, außer auf der Alpentour. Auf der Alpentour hatte ich wirklich immer 4, Liter als Durchschnittsverbrauch. Aber hier im Alltag, dann auch mit ein bisschen Hausstrecken, wo man ein bisschen mehr Gas gibt oder mal Autobahn oder so, bin ich wirklich immer auf einem Durchschnittsverbrauch von 5,5 Liter, so grob kann man das sagen, was ich schon wirklich stark finde. Also dafür, dass wir hier fast eine 1000 Kubik Maschine haben, eine 950 Kubik, 125 PS und 100 Newtonmeter knapp, ne, grob, finde ich 5,5 Liter wirklich, wirklich stark. Und deshalb wollte ich das unbedingt auch nochmal gesagt haben. Weil, ja, 5,5 Liter, was will man da sagen? Mein SV hat zum Beispiel auch gedrosselt noch die meiste Zeit 6 Liter gebraucht, im gleichen Fahrstil. Und da ist das schon wirklich absolut stark. Dann will ich noch unbedingt auf was eingehen, und zwar Folgendes. Ich habe das auch ganz oft in meinen Videos und in den Kommentaren gelesen, besonders am Anfang, als ich die Z900 vorgestellt habe, als ich gesagt habe, yo, ich fahre die jetzt für ein bisschen. Da haben ganz viele dann gesagt, hey, eigentlich ist die geil, aber ich habe keine Lust, mir die zu kaufen, weil ich keinen Bock habe, alle 6000 Kilometer einen Service zu machen. Ja, ich will irgendwie 10.000 Kilometer Wartungsintervalle und nicht 6.000. Und da habe ich auch am Anfang gedacht, jo, stimmt, das ist blöd, 6.000 Kilometer, das weiß nicht so viel. Wie gesagt, ich bin jetzt in 3 Monaten 7.000 Kilometer gefahren. Ja, diese Aussicht, gönnt euch die mal, die ist wirklich geil. So, auf jeden Fall muss man da ganz klar nochmal zu sagen, wie das von Kawasaki gemeint ist und wie das gemacht ist. Ich war nämlich mit der Maschine vor kurzem beim Service, 6000 Kilometer Inspektion, und da dachte ich, okay, jetzt wird eine ganz normale große Inspektion gemacht mit Ölwechsel und was nicht allem. Aber dem ist nicht so. Es ist nämlich so, und das muss man jetzt, das ist gar nicht, also es ist jetzt ein bisschen, weiß nicht, kompliziert, man muss genau aufpassen. Ich hoffe, ich verzettel mich jetzt auch nicht. Es ist nämlich so bei Kawasaki, dass, also im Grunde als erstes gilt immer, jedes Jahr muss eine Inspektion gemacht werden. Da ist es auch völlig egal, wie viel ihr fahrt, ob ihr nur 5 Kilometer fahrt oder 500 Kilometer oder 5000 Kilometer, ja, ihr müsst jedes Jahr eine Inspektion machen. Das ist aber bei jedem Hersteller so, das ist ganz normal, und das ist auch gut so, ja, weil jedes Jahr muss normal einmal Öl gewechselt werden und so weiter. Dann ist es jetzt aber so, sagen wir, ihr macht's wie ich und ihr fahrt, fahrt 15.000 Kilometer im Jahr, okay? Und dann macht ihr, sagen wir mal, im Januar eure erste Inspektion, ja, mit Ölwechsel, mit allem, bla bla bla. Dann fahrt ihr, habt 6.000 Kilometer erreicht und müsst wieder zur Inspektion. Da wird dann aber nicht nochmal Öl gewechselt, sondern der Ölwechselintervall kilometermäßig ist nur alle 12.000 Kilometer. Bedeutet jetzt also, wie gesagt, wenn ihr wenig fahrt, dann müsst ihr jedes Jahr, ganz normal jedes Jahr zum Service. Das muss jeder, das ist ganz normal, einmal im Jahr zum Service, das ist einfach so. Wenn ihr jetzt aber viel fahrt, dann ist jeder zweite Service nur durchgucken.
Ja, also so war es jetzt bei mir. Da wird der Händler nur schauen, geht's dem Bike gut, Kette spannen, Kette fetten, so diese Standardsachen. Aber eben keinen kompletten Ölwechsel machen. Und das schlägt sich natürlich eben auch im Preis wieder. Ja, also für die Inspektion, die ich da jetzt machen lassen habe, die 6000 Kilometer Inspektion, das waren 80 Euro. Na, und wenn man jetzt dann nämlich mal überlegt, okay, man ist aus der Garantie raus, ne, dann macht man ja wahrscheinlich den Service selber, hoffe ich mal. Und dann heißt das im Endeffekt also, alle 12.000 Kilometer Service zu machen. Weil wie gesagt, alle 6.000 Kilometer ist halt wirklich nur Durchsicht. Ihr müsst euch am besten mal ganz genau diesen Wartungsplan von Kawasaki angucken. Und, sehr gute Linie, mein Freund. Und wie gesagt, einmal im Jahr ist Pflicht, definitiv. Da kommt auch nicht drum rum. Aber wenn ihr wirklich jetzt Vielfahrer seid und ihr sagt, okay, ich fahre im Jahr 18.000 Kilometer, dann ist der Ölwechsel halt nur alle 12.000 oder die größeren Inspektionen alle 12.000 Kilometer fällig. Das wollte ich unbedingt nochmal gesagt haben, weil das ich halt oft gelesen habe in meinen Kommentaren, dass das so ein Punkt war, warum die Z900 schon mal irgendwie ausscheidet bei der Kaufoption. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich empfehle es wirklich jedem, der einen großen Führerschein hat, und auch den A2-Führerschein hat, die Z900, ich habe sie ja als offene 125 PS Version, aber die gibt es ja auch mit 95 PS, ne? A2-konform, dann drosselbar. Und ich empfehle wirklich jedem, fahrt dieses Motorrad mal Probe. Ich hätte niemals gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir dieses Bike so unglaublich viel Spaß macht und dass mir das Bike so gut liegt, wie sie es denn tut. Also in meinen Augen ist die Z900 wirklich das perfekte Allround-Motorrad, der perfekte Allrounder, für jeden, der halt auf der Straße unterwegs ist, der mal in die Stadt fährt, der mal Touren fährt, der mal Hausstrecke fährt. Also man kann hier wirklich alles mitmachen. Und deshalb, ich empfehle es wirklich jedem. Fahrt dieses Motorrad mal Probe. Es wird euch umhauen. Genau, also das mit dem Wartungsanwalt wollte ich unbedingt nochmal gesagt haben. Eine Sache, die ich mir wünschen würde für... okay. Eine Sache, die ich mir wünschen würde für... Hallo? Was wird das hier, Alter? Der guckt auch dem Motorrad nach und fährt einfach geradeaus, alles klar? Mann, jetzt muss ich nochmal anfangen. Also eine Sache, die ich mir wünschen würde für die nächsten Jahre, wäre eine Kawasaki Z900R. Das heißt, ein Modell, in dem dann am besten ein schönes Öl ins Fahrwerk drin ist, in dem eine schöne Brembo-Bremse drin ist und in dem ein Quickshifter drin ist. Das wäre für mich, das würde ich mir wirklich wünschen, weil in dem Motorrad hier steckt so viel Potenzial. Auch damit, manche Leute gehen auch mit der Naked auf die Rennstrecke, habe ich mir sagen lassen, habe ich gehört. Und das glaube ich, dafür ist diese Z900 eine richtig gute Basis. Also deshalb, ich bin fest davon überzeugt, wenn man hier ein richtiges Fahrwerk reinhaut. Also wie gesagt, die Z1000 gibt es ja zum Beispiel als R-Version mit dem Öl ins Fahrwerk und den Brembo M50 Bremsen. Und genau das hier drin in dieser Z900, das wäre glaube ich der absolute Hammer. Ja, wie gesagt, in Verbindung mit dem Quickshifter, der fehlt mir manchmal wirklich so ein kleines bisschen. Dann wäre die Z900, also eine Z900 eher wäre wirklich, das wäre der Oberhammer. Das wäre, da wüsste ich gar nicht, was ich zu sagen sollte. Eine Sache will ich auch noch erwähnen zur Z900, und zwar die Frage, ist die Z900 Anfänger geeignet? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kommt drauf an. Also die gedrosselte Version, die Z900 für A2, ist meiner Meinung nach für jeden A2-Fahrer absolut geeignet. Weil ja, 48 PS sind 48 PS, ist halt in Ordnung und die ist auch nicht ganz langsam so, die macht schon Spaß und ist, na, das passt schon. Aber es überfordert jetzt auch keinen. Und ich denke auch, die offene A2-Version, also mit 95 PS, die bin ich bisher leider noch nicht gefahren, aber ich denke auch, die ist in Ordnung. Also da wird man jetzt nicht krass überfordert sein, wenn man die fährt. Aber die offene Version, wie ich sie hier habe, mit 125 PS und eben knapp 100 Newtonmetern, ich weiß nicht so ganz, ob die wirklich für jeden Fahranfänger geeignet ist. Also wenn man wirklich jetzt noch nie gefahren ist und dann hier aufsteigt, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Weil man hat hier halt wirklich außer ABS nicht eine einzige Fahrhilfe. Also es gibt hier nichts. Ich finde das geil, also ich mag es puristisch, ich finde es gut, mir taugt das Motorrad und ich denke, ich habe auch schon, wie sagt man das, genug. Mittlerweile so ein bisschen Erfahrung, um 125 PS auch ohne Fahrhilfen gut handeln zu können. Aber ich weiß nicht, ob das für jeden wirklich komplett frischen Fahranfänger das Richtige ist. Weil sie, wie gesagt, im Moment einen Druck hat. Also die geht schon gut, sag mal so, ne? Aber auch deshalb bin ich ganz klar der Meinung, fahrt wirklich dieses Motorrad mal Probe für alle, die sich dafür interessieren. Und entscheidet dann einfach selber. Ja, vielleicht gibt es manche unter euch, die sagen, boah, die gefällt mir gar nicht. Die taugt mir überhaupt nicht, ich bin zu groß oder was.
Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass die Z900 für viele genau das Richtige ist. So, und jetzt kommen wir zur abschließenden Frage. Ich glaube, ja, dann habe ich alles gesagt, was ich nochmal sagen wollte zu der Maschine. Würde ich mir die Z900 persönlich kaufen? Und das ist jetzt eine für mich recht einfache Frage. Aktuell nicht. Und das liegt aber einfach daran, weil ich aktuell eine Supersportler will. Das ist einfach so, Punkt. Wenn jetzt aber die Möglichkeit bestände, ich hätte schon eine Supersportler in meiner Garage stehen und würde ein Motorrad für den Alltag, für die Landstraße und sowas haben wollen, wäre die Z900 aktuell meine Wahl. Das wäre aktuell das Motorrad, das ich mir kaufen würde. Definitiv, weil sie super viel Spaß macht, ein Vertrauen bietet, auch im Unterhalt und so weiter mit Verbrauch und sowas, nicht ultra teuer ist, sondern echt, ja, normal teuer, sag mal jetzt mal. Also eben völlig akzeptabel und völlig bezahlbar ist. Und einfach eine ultra, ultra geile Figur abgibt. Ja, da ich habe an dem Bike quasi nichts auszusetzen. Auch so Sachen wie, dass der Auspuff, was ich öfter am Anfang erwähnt habe, dass der Auspuff mich so ein bisschen stört von der Position, wie er sitzt. Das habe ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich mich so daran gewöhnt habe, dieses Motorrad zu fahren und so ans Sitzen gewöhnt habe, wie man sich hier richtig drauf setzen muss. Da, ich merke den überhaupt nicht mehr. Also man müsste es mir schon sagen, so hey, da ist ein Auspuff, der ist ein bisschen blöd gelegen, und dann würde ich meinen Fuß so ein bisschen komisch positionieren, würde ich sagen, ah ja, stimmt, ich merke es. Aber ja, grundsätzlich gefällt mir dieses Motorrad so unglaublich gut, dass es für mich definitiv eine Kaufoption wäre. Also muss ich ganz klar sagen. Wie gesagt, leider muss man schon fast sagen, möchte ich sie nicht, weil wie gesagt, ich möchte Supersportler haben und auch eine funktionierende. Aber grundsätzlich ja, ist die Z900 ein unfassbar gelungenes Motorrad. Da muss ich auch echt nochmal Props an Kawasaki geben. Das ist der Traum eines Naked Bikes, eines puristischen Naked Bikes für die Landstraße. Genau richtig positioniert, genau die Leistung ist genau richtig. Es ist einfach ein Hammer Motorrad und nicht ohne Grund in den Verkaufszahlen ganz, ganz weit vorne. Ne? Muss man an der Stelle wirklich auch nochmal sagen. Ja, bisschen, heute sind die Leute ein bisschen am Sonntagsfahrer sein. Ja, habt ihr noch Fragen zur Z900 oder nicht? Wenn doch, dann stellt die gerne mal in die Kommentare. Ich beantworte natürlich alles, was ich denn noch beantworten kann. Ich bin schon wirklich traurig, dass ich morgen die Z900 abgeben muss. Ich werde sie wirklich vermissen. Ehrlich vermissen, weil es schon, ich habe mich jedes Mal wieder gefreut, mich hier drauf zu setzen, jedes Mal wieder gefreut, eine Runde zu fahren, egal wo. Es ist einfach ein Hammer Motorrad. Aber aufgepasst, ich muss jetzt ganz schnell gesund werden, denn ich gebe zwar die Z900 ab, aber wer weiß, ob ich ohne Motorrad dann aus dem Motorradladen wieder rausgehe oder nicht. Man munkelt. Deshalb seid gespannt, schaut gerne mein nächstes Video an. Für alle, die jetzt sagen, boah, du hast mir jetzt ein bisschen zu wenig erzählt über die Z900, ich habe euch mal in der Videobeschreibung und hier oben in so Infokarten alle Videos verlinkt, die ich bisher zur Z900 gemacht habe. Also alles, wie gefällt sie mir, was gefällt mir gut, was gefällt mir nicht gut. Ich habe da so, ich glaube, 3-4 Videos zu gemacht. Schaut ihr euch gerne mal an, ja, wenn ihr noch mehr zur Z900 wissen wollt. Und wie gesagt, ansonsten genieße ich jetzt die letzten Stunden mit ihr. Beziehungsweise ich fahre jetzt wieder heim, weil mir ist kalt, ich muss ins Bett, ich bin krank. Aber diese Kurzausfahrt hat mir, glaube ich, ganz gut getan und ich hoffe euch auch. Ja, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video auch wieder und bis dahin sage ich Tschüss und ich gehe jetzt ins Bett und mache mir einen schönen warmen Tee. Bis dann, ciao.